Du willst, dass Frauen dir hinterherjagen, dann musst du gewisse Dinge verstehen. Zuerst mal ist ganz wichtig zu verstehen, dass keine Frau dir hinterherjagen wird, die nicht generell mal Interesse an dir hat. Also du kannst jetzt keine Frau dazu kriegen, dir hinterherzujagen, die zum Beispiel gar nicht in Kontakt mit dir tritt. Da habe ich letztens mit einem Teilnehmer darüber gesprochen, der mich gefragt hat, wie er es bei dieser Frau wieder richten kann, aber sie war nicht mal bereit, mit ihm in Kontakt zu gehen. Und da kann man dann natürlich nichts machen. Also wenn du keinen Einfluss hast auf eine Person, kannst du da nichts machen, das mal vorweg. Aber ansonsten kannst du es hinbekommen, dass eine Frau dich jagt und das ist sehr lustig, das kann einfach sehr spaßig sein und kann auch dafür sorgen, dass die Frau emotional mehr in dich investiert ist, also dass sie sich denkt, wow, das ist ein wertvoller Typ, den will ich in meinem Leben haben und kann einfach dafür sorgen, dass sie härter dafür arbeitet, dich zu bekommen und dann auch am Ende des Tages zum Beispiel glücklicher ist, wenn sie dann mit dir in einer Beziehung ist oder wenn sie dann mit dir schlafen kann tatsächlich. Ja, das ist ein ganz klassisches Phänomen, wenn du hart für etwas arbeiten musst oder wenn du für etwas dich anstrengen musst, dann wertschätzt du es auch am Ende mehr. Das ist ein psychologisches Phänomen und deswegen kann es ganz lustig sein, mit dieser Dynamik so ein bisschen rumzuspielen. Das hat auch so ein bisschen, das ist einfach ein bisschen flirten, das machen die Frauen auch mit dir, aber meistens ist es eben genau das. Meistens machen die Frauen das mit Männern, aber die kennen das gar nicht, dass Männer das auch machen. Und schon allein, weil du das machst, denkt die Frau sich, was ist das denn für ein Mann? So was habe ich ja noch nie erlebt. Deswegen ist es geil, wenn du jetzt gleich verstehst, ich lasse dir gleich, wie du es schaffen kannst, dass Frauen dir hinterherjagen. Die Frauen werden dich automatisch als besonderen Mann einkategorisieren, weil sie das halt so noch nie erlebt haben oder selten erlebt haben. Also, wie schaffst du es jetzt, dass Frauen dir hinterherjagen? Das große Problem an der Sache ist, dass die meisten Männer gar keine Chance der Frau lassen, ihnen hinterherzujagen. Die meisten Männer sind so, wenn sie irgendeine Möglichkeit bekommen, sich mit der Frau zu treffen oder die Frau zu küssen oder mit der Frau zu schlafen oder irgendeinen weiteren nächsten Schritt mit der Frau zu machen, dann ergreifen sie diese Möglichkeit sofort und sind dankbar für jeden Strohhalm, den sie von der Frau gereicht bekommen. Das ist nicht die Art und Weise, wie du es schaffst, dass du der Frau hinterher, dass die Frau dir hinterherjagt, sondern das ist mehr dieses, du jagst der Frau hinterher. Du musst verstehen, dass wenn die Frau dir hinterherjagen soll, musst du einen gewissen Raum schaffen, eine gewisse Leere schaffen. Denn wenn du die ganze Zeit der Frau hinterherjagst, dann kann sie ja nicht dir hinterherjagen. Du musst erstmal Raum schaffen und dann kann die Frau dir hinterherjagen. Und die ganz einfache oder der ganz einfache Trick, mit dem du das schaffst, ist, dass du, wenn zum Beispiel, also einfaches Beispiel, ja, die Frau ist so, ja, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann können wir das und das machen. Und du bist so, die meisten Männer sind dann so, ja, das ist voll cool, das machen wir und wir machen das so und dann machen wir das. Was du aber auch machen könntest, ist so ein bisschen einfach ein Fragezeichen da stehen zu lassen, im Sinne von, ja, ich bin mir nicht sicher, ob und wann wir uns das nächste Mal sehen, aber wir schauen mal. Oder einfach zu sagen, ja, wir schauen mal. So im Sinne von, ich gebe dir jetzt keine klare Antwort darauf, dass wir uns nochmal wiedersehen werden. Weil dann kann die Frau nach Hause gehen und sich Gedanken darüber machen, scheiße, werde ich den wiedersehen? Wann werde ich den wiedersehen? Und das Einfachste, was du machen kannst, ist zum Beispiel nach einem Date, wenn ihr ein tolles Date habt, einfach die Frau zu verabschieden und nicht schon zu sagen, wir sehen uns dann bald wieder oder ich schreibe dir oder irgendwas anderes. Du kannst sie ja gerne schreiben, aber sag sie einfach nicht. Sondern lass sie so ein bisschen im Dunkeln, lass sie so ein bisschen sich fragen, was als nächstes passiert. Und dann wirst du ganz automatisch diesen Mechanismus triggern, diesen Mechanismus auslösen, dass sie dir hinterherjagt, weil dann ist da ja Raum. Ja? Du bist hier, ja, war ein schönes Treffen und sie ist hier und denkt sich, ah, verdammt, wann sehen wir uns wieder, sehen wir uns überhaupt wieder, war ein cooles Treffen, ah, cool. Und das kannst du eben auf ganz vielen verschiedenen Ebenen machen. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal in dem Video erzählt. Ich habe es manchmal mit Frauen gemacht, die waren auf meinem Balkon und dann bin ich ihr halt näher gekommen, habe sie so ein bisschen hier so gegriffen, habe einen Kuss angesetzt und habe dann wieder zurückgezogen. So, habe sie dann angeguckt, ein bisschen angelächelt und dann das Thema gewechselt. Und wenn du das immer wieder machst, und das kannst du auf allen Ebenen machen, das muss nicht unbedingt nur mit dem Kuss passieren, du kannst dich auch ihr körperlich annähern und dann wieder zurückziehen. Ich habe das schon mal in einem Video gesagt, du kannst auch zum Beispiel beim Sex, ich darf jetzt keine krassen Begriffe benutzen, weil sonst wird wieder mein Video gesperrt, ich sage es jetzt mal ganz soft, Blümchen und Bienchenmäßig. Ja, du kannst, wenn du beim Sex eindringst, auch ab und zu mal eindringen und dann wieder deinen Penis rausziehen und ihn einfach eine Zeit lang, also sie einfach so ein bisschen damit teasen, so im Sinne von, jetzt gebe ich ihr ein bisschen was, aber dann nehme ich sie wieder. Und indem du diesen Raum lässt, der da entsteht, kann sie anfangen, dir hinterherzujagen und das tun die Frauen auch meistens. Ja, probier es gerne mal mit dem Körperkontakt. Bau ein bisschen Körperkontakt auf, mach wieder, beende ihn wieder. Lehn dich rein, um sie zu küssen, tu es doch nicht. Sag ihr, ja, vielleicht küsse ich dich bei unserem nächsten Treffen. Oder was ich ganz oft auch gemacht habe, und das ist ganz, ganz toll in mehrerer Hinsicht, wenn das Date begonnen hat, dann habe ich zu der Frau gesagt,
Oder allgemein im Laufe des Dates habe ich irgendwann, wenn es gepasst hat, zu der Frau gesagt, ja, wir werden aber heute nicht miteinander schlafen und habe sie so angegrinst, sodass sie sich nicht ganz sicher sein konnte, ob ich es ernst meine oder nicht. Aber allein die Tatsache, dass du das sagst, erstens nimmt dir das so ein bisschen vielleicht die Furcht davon, nur eine von vielen zu sein, aber zweitens denkt sie sich dann auch so, ha, wieso nicht? Wieso schlafen wir nicht miteinander? Und dann kann es passieren, dass das diesen Mechanismus auslöst, dass sie dann anfängt, das nur noch mehr zu wollen. Und dann vielleicht sogar anfängt, das habe ich auch schon erlebt, dich zu verführen. Das hatte ich einmal mit einer, die ich bei Hypnose Master kennengelernt habe. Die, ich war dann immer so ein bisschen, ja, wir schauen mal gucken, was passiert. Ja, mal schauen, vielleicht. Ich habe mich einfach so ein bisschen rar gemacht und ein bisschen das Unbekannte habe ich da gelassen. Ne? Und dann war sie halt bei mir und dann hat sie angefangen, halt mich sehr extrem zu verführen. Einfach nur, weil ich ihr diesen Raum dafür gelassen habe. Und das ist halt ganz wichtig. So, lass offen, ob ihr miteinander schlaft. So, lass offen, wann du sie küssen wirst. Zieh zurück. Ja? Brich den Körperkontakt wieder ab. Lass offen, ob ihr euch nochmal seht. Und vor allem lass offen, was ihr dann macht. All diese Sachen sorgen dafür, dass das ganze Sein mit dir ein großes Mysterium ist. Und dann hat die Frau auch die Möglichkeit, dir hinterher zu jagen. Was machen die meisten Männer? Die meisten Männer machen, ja, ich schreibe der Frau die ganze Zeit und dann schreibe ich der Frau morgen wieder und schlage schon mal das nächste Treffen vor und ich mache alles klar und dann am Ende des Dates mache ich schon klar, dass ich auf jeden Fall schreiben werde oder mache schon das nächste Treffen aus. Ja, kannst du machen, ist nicht schlimm, aber damit nimmst du halt diesen unbekannten, interessanten Faktor weg. Und damit nimmst du der Frau auch die Möglichkeit, dir hinterher zu jagen, weil du dann eher ihr hinterherjagst. Und wie gesagt, wenn sie dir hinterherjagt, wenn du ein bisschen Raum lässt für die Frau, dann ist sie investierter an dich und ist dann viel glücklicher, wenn sie tatsächlich Zeit mit dir verbringen kann. Ist ja ganz klar, wenn sie nicht weiß, hey, werde ich nochmal Zeit mit ihm verbringen können? Und dann kommt es tatsächlich dazu, dass sie nochmal Zeit mit dir verbringt. Dann freut sie sich natürlich umso mehr darüber. Wenn sie das Gefühl hat, ja, der fragt mich sowieso nach jedem Treffen schon wieder nach dem nächsten Treffen. Der ist sowieso nach jedem Treffen schon wieder dabei, das nächste Treffen zu organisieren. Dann kann sie sich ja komplett sicher sein, dass sie dich wiedersehen wird. Lass einfach mal ein bisschen diese unbekannte Komponente mit drin. Und dann kann es auch zum Beispiel sein, dass das Ganze sehr schnell in eine Beziehung führt, weil sie sich denkt, hey, das ist ein cooler Mann, den will ich für mich sichern, bevor hier irgendwas passiert, bevor irgendwas Unbekanntes passiert, bevor ich ihn vielleicht doch nicht wiedersehe. Und kann dafür sorgen, dass sie sehr schnell, sehr stark in dich investiert ist. Und deswegen super, erstens spaßige Sache, das zu machen. Das macht auch wirklich Spaß, so auf dem Date dieses Vor und Zurück und ist ihr dann irgendwann zu geben. Du könntest zum Beispiel auch dieses Vor und Zurück beim Küssen machen und sie auf dem Date gar nicht küssen, sondern vielleicht erst auf dem nächsten Date. Ja, sowas wie, du grinst sie halt frech an und sagst, wenn du dich benimmst, dann küsse ich dich auf dem nächsten Date. Ja, sowas erleben Frauen nicht mit Männern. Und sowas finden Frauen spannend. Und sowas kann dafür sorgen, dass sie dir sehr stark hinterherjagt. Aber du musst dir diesen Raum dafür geben. Das ist ganz wichtig. Geil, dass du dabei warst. Wenn es noch irgendwelche Fragen zu dem Thema gibt, schreib mir die in die Kommentare, aber auch gerne Videovorschläge in die Kommentare rein. Geil, dass du hier warst. Ansonsten links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für eine kostenlose Beratungssession bewerben, in der wir einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellen, wie du in den nächsten 3 Monaten massive Nummern von Frauen kennenlernst, mit vielen Frauen schlafen kannst, die passende Freundin findest, was auch immer deine Zielsetzung ist. Unten rechts in der Ecke geht es zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn dir das Video gefallen hat. Wie immer sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.